Hallo und herzlich willkommen hier zur 14. Folge von Transport Fever hier am Freitag auf Mike Wohaser TV. Ich bin der Eiswächter und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück. Ja, gestern im Livestream, wir haben ja auch, oh Gott, 3,5 Stunden haben wir fast gemacht und haben einiges geschafft. Wir haben Parsberg hier komplett mit Bahn angeschlossen, einmal für Personen und zweimal für Güter. Und Nyla haben wir genau dasselbe gemacht, einmal Personen, zweimal Güteranschluss. Nyla wird auch schon mit Lebensmitteln versorgt. Und über so ein bisschen erstmal, aber es läuft hier an. Und mal gucken, hier warten schon 70 Tonnen Lebensmittel für Nyla und die werden auch gleich wieder abgeholt, wenn ich das richtig sehe. So, ich glaube, die schaffen das hier gar nicht mehr abzuholen. Die LKWs in der Zwischenzeit. Denn hier lagert sich langsam das Getreide an. Da müssen wir ein bisschen aufstocken. Das machen wir gleich mal. So, Lebensmittel, Getreide, Vieh hier. So. Nein, ich habe die jetzt nicht klassifiziert. Ah, falsch, falsch, falsch. Zurück und verkaufen. Zurück und verkaufen. Ich habe die nicht Getreide gesetzt. Getreide. So. 1, 2. Ja, machen wir gleich 3. So. So. Ansonsten fängt er wieder an, hier Vieh hinzukippen. So, wir haben echt Tempo drauf, also. Ich weiß gar nicht, wie schnell fahren die denn so in der Spitze. Oh, 60 immerhin. So, gut, haben wir ein paar LKWs nochmal nachgelegt, dass wir da ein bisschen noch mehr schaffen. So, hier liegen jetzt schon 120 Tonnen. Treibstoff wieder, da kommt auch schon der Zug nach Münster, der schon wieder was abholen möchte. Und um das dann in Anspruch zu nehmen. So, die Züge kommen jetzt auch nicht mehr so in die Haare hier, also wir haben da echt mehr als genug Platz. So, Nyla sollte jetzt auch gut versorgt werden, hat schon 75 Tonnen jetzt, die da wieder nach Nyla gehen, gerade. Sollte also dann relativ gut schon versorgt werden, mit Lebensmitteln zumindest. Ansonsten sollten wir langsam mal anfangen, dass wir hier Richtung, Dings kommen. Weiß gar nicht, wie viel Treibstoff liegt denn hier unten in der Zwischenzeit schon wieder. Ja, 80. Wir könnten dann noch die Treibstoffproduktion erhöhen. So, dazu könnten wir erstmal Linien mit Treibstoff versorgen. Ja, das wäre gut. Dann machen wir das mal. Brauche ich einen Zug für. Schon wieder. So, ein paar Kesselwagen. Wie viel würde denn Linien haben wollen? An Treibstoff. 200 Tonnen. Das ist natürlich viel. Das ist echt viel. 200. Machen wir 90 auch. 6 Waggons, ne? 6. So, brauche ich eine Route noch für. Haben wir natürlich noch nicht. So, dann wollen wir wieder hier genauer, welche Route wir dafür nehmen. Welches Gleis wir dafür nehmen, vor allem. Das ist die Frage. So, dann sollen sie sich das mal teilen hier. So, natürlich ist dies das erste, was hier kommt. Dann das da. Dann hier gerade durch. So, gerade raus. So, hier nochmal ein Signal als Wegpunkt. Und dann geht's hier hinten erst rum. Wir wollen ja nach Linien fahren jetzt. Und dann nehmen wir einfach mal das äußerste Gleis hier. So. So, zurück hat er schon soweit die richtige Route erstmal. Schauen wir mal, wie er jetzt fahren will hier.
das ist erstmal korrekt. Das kann er so machen, genau. Und dann tut er hier vorne nur entsprechend abzweigen dann. Genau. Da teilen sich die beiden jetzt quasi das Einfahrtsgleis, aber das passt schon. So, gut. Dann geht das auch schon soweit auf. Genau, und passt. Wunderbar. So, dann machen wir hier jetzt wieder eine Lieferlinie draus. Güter, das ist dann Treibstoff. Treibstoff nach Linen. So, hellgrün. So. Und da setzen wir das jetzt drauf. Treibstoff nach Linen. So. Aber damit das auch ordentlich funktioniert, brauchen wir hier noch einen Verteiler. Weil leider Gottes jetzt alles da hinten ist, das ganze Gewerbegebiet. Die Route dafür haben wir schon. Und noch ein paar Fahrzeuge aufsetzen. So, OP Blitz, und zwar, ja, eigentlich kann er ruhig alles, was er kriegen kann. Oh, der ist jetzt für Treibstoff vorgesehen. Was will denn hier alles kommen? Treibstoff, Baumaterial und Maschinen, ne? Ja. Ja. Lassen wir mal offen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir 6. So, das ist jetzt Industrieverteiler Linen. Genau, und raus mit euch. So. Die machen sich auch auf den Weg und dann können die hier nämlich auch beginnen. Wie viel liegt da wieder? 70 Tonnen? Wunderbar. Der hat auch. Gut, wir machen ja richtig Geld aktuell, also Kontostand sagt zwar was anderes, aber wenn wir überlegen, guck mal, wie viel wir hier immer ausgegeben haben jetzt für neue Fahrzeuge, kommen wir da schon ganz gut durch. So, das ist der neue Zug, der dann den Treibstoff nach Linen bringt. Warte auf freie Wege, genau. Da hat sich der schon eingeklinkt zum Reinfahren. Weil der hier vorne sein letztes Einfahrsignal hat. Und frei. Ja, aber die sollten sich hoffentlich dann nicht mehr so allgemein nicht so in die Quere kommen hier. 80 Tonnen kann er. Wir warten schon mehr als 80 Tonnen. Aber es läuft. Linen wird auf jeden Fall versorgt. Nyla meine ich. Bin auch, könnte noch besser sein, aber ÖPNV ist ausgezeichnet, steht hier. Perfekt. Guck euch die Steigerung an. Ja, hat sich schon locker verdoppelt fast hier von knapp über 200 auf schon knapp über 400 teilweise. Also es geht voran. Industriegewerbe hier ist massiv. Ja. Industrie, gut, da passiert noch nicht viel aktuell. Gut, hier nehmen wir die Fahrgäste schon nicht mehr weg in Parsberg. Zumal ich hier die Gebäude schon hier bis ans Gleis rangebaut haben. Das an hier der Hinterhof hier schon wieder genau am Bahndamm. Können wir mal eine Schallschutzwand hinbauen? Haben wir schon welche? Ja, wir haben schon welche. Können wir hier Schallschutzwände auch platzieren? Wir machen das mal. Wir sind mal hier nett zu den Anwohnern. Wir machen hier mal Schallschutzwände hin. Was kriegen wir Neues? Neues Flugzeug, eine Lockheed Super Constellation. Na, kriege ich da jetzt keine Schallschutzwand hin? Nur mal die lange.
Ja, da ist das Problem jetzt, dass ich durch die Weiche, glaube ich, da kein Dings rankriege, ne? Clever gemacht, dass ich bei den Weichen das nicht rankriege, ne? Da will ich mal nett zu den Anwohnern sein und will hier Schallschutzwände hinstellen, ja, dann geht das nicht mehr. Guck mal, bin ich nicht nett? Mache ich nur für die Anwohner. Leider funktioniert das nicht so gut. Jetzt kann ich, ob ich das hier auch einfach. Klar, ich kann die auch einfach frei platzieren irgendwo. Dann muss ich das da an der Stelle einfach mal frei platzieren. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber man kann ja so schnell einschätzen, wo das ist. So. Reißen wir alle, die falsch stehen, wieder weg. Das können wir so stehen lassen. Schallschutzwand. Ein Stück schief, okay. Nochmal Abhilfe schaffen. Muss noch ein bisschen gedreht werden. Arbeite gerade mit Hilfe des Schattens unten, ne? Hier müssten wir wieder andocken können. Ja. So, ein Stück drehen. Ups, wo will die denn hin? Die will im Boden verschwinden. Das ist natürlich auch immer sehr prickelnd hier alles. Ja, die will irgendwie verschwinden im Boden, warum auch immer. Na gut, hier brauchen wir auch keine an dem Stück. So, haben wir ein paar Schallschutzwände hier. Die Anwohner zu schützen vor dem Lärm. Da kommt gerade ein Zug. Fahren mit dem mal mit durch die Schallschutzwand. Oder nicht durch, sondern dann vorbei. Parsberg-Neiler-Route. Richtung Parsberg gerade. Ist halt reine Deko, ne? Also die Schallschutzwände sind natürlich nicht irgendwie relevant hier, aber alles pure Deko. So, dann kommen wir jetzt mal an diese komischen Brückenkonstruktionen hier, weil wir fahren bergauf und haben trotzdem noch Brücken über uns drüber. Einmal die Gütertrasse, die hier oben rüber führt, das Gewerbegebiet, wenn ich nicht irre, und einmal die Straße.
So, da oben ist die Industriestrecke. So, will mal die Schranken schließen schon. Viel zu spät, guck mal. Jetzt gehen die Schranken erst zu. So, jetzt haben wir hier rechts und links schön Schallschutzwände, ja. Ein bisschen den Lärm abzuhalten. So, und da haben wir den Bahnhof wieder erreicht. In Parsberg. Und noch mitten im Nichts steht, weil hier irgendwie keine Straßen gebaut werden. Könnten wir allerdings Abhilfe schaffen. Das machen wir mal noch schnell. Von hier eine Straße rüber. Kriege ich hier eine Straße ran, ohne dass was weggerissen wird? Nein, nicht wirklich. Na gut, dann reißt das eine Gebäude da ab. Wollen ja hier noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr haben. Komme ich hier besser ran irgendwie ohne beide Gebäude wegzureißen? Eins okay, aber beide will ich eigentlich nicht abreißen. Ja, eins ist gut, eins ist okay, aber beide möchte ich nicht. Da steht genau da, wo die Straße hin soll. Naja. Müssen sie durch, wa? Müssen sie durch. So, von hier vielleicht noch mal eine Straße. Hier ran. Vielleicht auch nur so, dass nur ein Gebäude abgerissen wird. Aber ich glaube, das kriege ich hier nicht hin, oder? Dass nur eins abgerissen wird. Ah, hinter. Das werden definitiv beide. Na gut. So. So, mal ein paar Straßen im Voraus gebaut hier, kann immer nicht schaden. Finde ich. Weil Parsberg wächst ja hier auch ins Unaufhörliche. Wenn wir schon dabei waren mit den Schallschutzwänden, dann können wir hier auch noch welche ranstellen, gleich auf der anderen Seite wieder. So. So, haben wir ein paar Schallschutzwände. Hier unten allerdings wird es vollkommen ignoriert. Wir fahren mitten durch den Ort durch. Wir fahren ja schon fast durch ein Haus durch die Züge. Ja, egal. Scheißegal. Guck dir das an hier, ja? Wir fahren hier fast durchs Fenster, ja? Also, wenn die Hand raushältst aus dem Fenster, quasi die Hand raushältst, quasi aus dem, nicht aus dem Fenster, doch aus dem Fenster raushältst, dann wird die schon fast abgefahren, ja? Hier von den Zügen. Was bauen die Haus auch so dicht daneben? Der Bahnhof war vorher da. So, gut. Ja, war er. So, ist das hier der Lieferzug nach Dings? Ja, das ist der. Nee, der holt. Der holt. Und der bringt dann. Er muss natürlich jetzt erstmal sein Potenzial hier erhöhen, sein Produktionspotenzial. Wir sehen schon, hier liegt jetzt Fumm tonnenweise an Treibstoff rum. Er hat sein Lager hier mehr oder weniger leer gemacht. Alles rübergeschoben, Potenzial deutlich gestiegen. Jetzt haben wir hier einen zweiten Zug brauchen, der es auch abholt. Das machen wir mal eben schnell noch. Und dann reicht es aber auch. So, na, Loks haben wir noch nicht. So, dann 30, 60. 90, 120 und der geht jetzt auf die Treibstoff zum zentralen Güterbahnhof. Linie Zugdepot Walldürn. Wo liegt denn hier Walldürn bitte? Achso, das hieß, glaube ich, vorher Walldürn, war. Ja, kann sein. So, haben wir jetzt nämlich einen zweiten Zug drauf und hier haben wir jetzt mächtig, auch schon mächtig, am Laufen.
Es sinkt langsam, da müssen wir auch mal hier ein bisschen Abhilfe schaffen. Aber noch viel mehr LKWs kann ich auch nicht mehr raufsetzen. Irgendwann ist ja auch das Limit erreicht. Getreide. 1, 2, 3, 4 nochmal erhöhen. So, gut. Aber die Folge ist eigentlich schon wieder lange zu Ende. Ich überziehe schon wieder hier. Das mache ich auch ständig irgendwie. Und gut, ich bedanke mich aber, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß. Wir haben ja ein bisschen Schallschutz betrieben in Parsberg und oder Parsberg, ne? Ja. Und ja, würde mich freuen, euch am Montag dann wieder begrüßen zu dürfen hier an selber Stelle. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und sage ciao, tschüss und bis Montag. Tschüss!